Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir wieder einen DM-Haul. Yes! Ich weiß, ich bin sehr, sehr herbstlich. Ich habe ja verkündet, ich lasse den Herbst diesen noch nicht. Der Herbst bleibt noch. Der Herbst bleibt, bis ich entscheide, dass er weggeht. Und er ist noch da. Herbst ist noch in town. Ich fühle mich sehr herbstlich heute. Und das werden wir jetzt gleich ändern, indem dass wir wahrscheinlich sehr, sehr viel winterliche Sachen in meinem DM-Haul vorstellen werden. Und zwar, ich würde sagen, ich lege auch gleich los. So, und zwar starten wir mit ein bisschen Shampoo. Und zwar habe ich, glaube ich, noch nie gekauft, wenn mich nicht alles irrt. Und zwar habe ich einmal das Wonderful Repair. Und ich habe ja momentan, meine Haare sind... Sie sind ja sehr pflegeleicht, also man muss ja schon dazu sagen, sie sind, aber sie sind jetzt, keine Ahnung, ob das so wintergestresst sind, sie sind ein bisschen leblos. Ich muss dazu sagen, es könnte auch daran liegen, dass es wieder Zeit wird für einen Friseurbesuch. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, ob ich noch zum Friseur gehe, bevor ich nach Schweden fliege oder nicht, also bevor Weihnachten. Also es bleibt dann eh nur noch der Dezember. Ich kann ja mal gucken, ob es überhaupt noch Termine gibt. Beziehungsweise jetzt mit den neuen Regelungen, I don't know, das ist immer so ein bisschen gestresst. Muss ich jetzt gucken, ob ich das mache. Aber ich muss noch überlegen. Vielleicht gehe ich auch in Schweden zum Friseur? Maybe. Gucke ich mal. Ich lasse mich überraschen, was mir so Tolles einfällt. Auf jeden Fall, bis dahin brauche ich ein bisschen Repair. Haben mir gedacht, ich mache ein bisschen die Luxus-DM-Balea-Shampoo-Reihe. Und habe dann eben auch noch das Earl Repair. Das Öl Repair. Zweimal Spülung und zweimal Shampoo. Aber das zeige ich ein bisschen schöner. So sieht eben die Verpackung aus. Und dann eben auch zweimal die Spülung. Und sind auch gleich mitgekommen. Dann haben wir was ganz, ganz Tolles. Ich rieche nie dran, weil ich glaube, ich auch nie die Zeit dazu habe, im Shop dran zu riechen. Aber ist das nicht toll? So ein Cookie-Duschgel. Und ich werde jetzt dran riechen. Ich bin ganz, ganz gespannt. Es riecht bekannt. Es riecht etwas schokoladig, finde ich. Ja. Es riecht ein bisschen einfach wie so ein Schokoduschgel. Also es riecht nicht so cookie-mäßig. Eher mehr schokolastig. Aber ich bin gespannt. Ich werde das in meinem aufgebraucht. Ich habe zwei davon. Aber vielleicht kaufe ich dann noch eins. Aber auf jeden Fall werde ich in meinem aufgebraucht ein bisschen ein Feedback dazu abgeben. Wahrscheinlich bis dahin ist es gar nicht mehr erhältlich, aber... We shall see. Sie sind halt immer so schnell weg. Manchmal aber auch nicht. Das ist immer sehr unterschiedlich. Dann habe ich mir... Ich habe nämlich einfach... Weiß ich nicht. Nicht mehr so viele gehabt. Und ja, die sind halt einfach mitgekommen. Und zwar vier von meinen Balea-Reinigungstüchern. Und was mir aufgefallen ist, sie haben jetzt... Das ist ein altes. Sie haben das weggegeben. Ich war ganz verwundert, dass sie es jetzt wieder weggegeben haben. Es hat sich... sonst eigentlich nichts geändert, nur dass sie das jetzt wieder weggegeben haben. Also, da steht jetzt zum Beispiel klimaneutral. Das steht jetzt bei manchen aber auch nicht oben. Keine Ahnung. Also, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was jetzt der Plan ist. Es ist immer so ein bisschen... Aber sie fühlen sich anders an, muss ich dazu sagen. Also, sie fühlen sich... Fühlt sich an, als wäre mehr Luft drinnen. Aber ich weiß es nicht. Wir sind auf jeden Fall, davon sind vier Stück mitgekommen. So, dann machen wir weiter. Und zwar habe ich mir ein Rasiergel in Sweet Clementine. Sieht das nicht anders aus? Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist. Mir bis jetzt noch nicht. Und zwar haben sie anscheinend das Packaging geändert. Ich dachte am Anfang, es ist eben der Rasierschaum. Aber es steht Rasiergel oben. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das hatten sie früher mal. Hatten die nicht früher mal so das Packaging? So 2015, 14? Sieht fast so aus. Das erinnert mich fast daran. Aber ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall jetzt neu. Oder altneu. Ich weiß es nicht. Aber ja. Das heißt, das ist mitgekommen. Das habe ich wieder. Ich habe wieder eins gebraucht. Ich habe eigentlich zwei. Ich weiß nicht, ich habe das irgendwie unterschätzt. Ich habe die anscheinend lange nicht gekauft, kein Rasiergel. Und das letzte Mal war ich so, oh je, ich habe ja nur noch eins. Und jetzt wollte ich eigentlich mehrere kaufen. Die Enttäuschung war, dass es nur das gab.
Sonst gab es halt nur noch Rasierschaum. Und Rasierschaum, das kaufe ich nicht mehr. Ich bin so unzufrieden. Da benutze ich lieber ein Duschgel anstatt diesen Rasierschaum. Das mag ich überhaupt nicht. So, dann haben wir auch noch die Cremeöl Body Lotion. Die ist mitgekommen. Fand ich klang recht nett. Und ich würde sagen, die werde ich austesten und werde euch dann wissen lassen, ob die nett ist. Mit 40% Ölanteil, also klingt ja recht nett. Also die ist auf jeden Fall mitgekommen und gucken wir mal. Dann haben wir auch noch, und zwar habe ich einen Aqua Roll-On. Das ist also Aqua, das ist nur Wasser drin. Das wäre ein bisschen frustrierend, oder? Aber ich weiß es nicht, vielleicht ist da wirklich nur... Nein, das ist auch was anderes. Alkohol ist auch drin, das ist ja ganz toll. So sieht auf jeden Fall dieser Stift hier aus. Und ich habe mir gedacht, ich vergesse halt oft meine Augenpartie. Also, weil ich keine wirklichen Probleme habe. Ich habe keine wirklichen Augenringe. Ich habe nichts Dramatisches. Und deshalb vergesse ich sie oft. Denke ich mir so, die sind halt da. So wie man oft halt gewissen Sachen keine Wertschätzung schenkt, weil sie halt da sind und einen nicht stören. Und dann werden sie irgendwie so vergessen. Man tut dann oft halt die Sachen, wo man sagt, ah, das gefällt mir nicht oder soll ich ändern oder irgendwie, die werden halt wertgeschätzt und we will stop it und deshalb beginnen wir meinen Unteraugen. Ich bin ja schon so schlecht, diese Patches. Ich muss ja die vergesse ich schon jedes Mal immer zu benutzen. Ich finde das, ich weiß nicht, ich denke nie dran, es ist so. Ich muss besser werden, ich muss besser da werden darin. Dann haben wir auch noch diese Sprudelbad-Tabs. Und zwar, zwei davon hatte ich ja schon mal, habe ich sogar schon aufgebraucht. Aber wir haben jetzt ein lilanes. Und zwar ist, ich war ein bisschen enttäuscht, da steht Hanf. Hoffentlich riecht es nicht so, aber ich weiß es nicht, keine Ahnung. Obwohl, das war ja auch Matcha, die, ich weiß nicht, die sind sie jetzt meine Favorite? Nee, ich glaube sogar, dass ich gesagt habe, ich kaufe sie nicht nach. There we are. Aber... Ich weiß nicht, ich fand so packagingmäßig finde ich sie sehr cute. Und ich gehe gern baden, vor allem momentan. Und ja, die sind halt jetzt mitgekommen und ich werde euch über das Lilane auf jeden Fall berichten. Vielleicht werde ich auch alle einfach wieder ins Aufgebraucht erwähnen und nochmal euch einfach zuerzählen. So, dann machen wir weiter und zwar haben wir ein paar. Ah, machen wir die zuerst. Und zwar habe ich mir zwei von den Fuß Hornhaut-Entfernersocken gekauft. Und zwar mache ich das oft so, dass ich im Winter nicht extra zu Fußpflege laufe. Das mache ich meistens im Sommer, so wie, glaube ich, sehr viele von uns. Weil es einfach expensive ist und es praktischer ist, das selbst zu machen. Und für, ich glaube, die kosten 3 €. Preis steht ja eh immer in meinen Videos. Also wenn euch das noch nie aufgefallen ist, ich schreibe immer. Jetzt ist die Frage, in welcher Ecke, aber ich glaube, es ist die Ecke. Das hier steht immer der Preis. Das heißt, ihr wisst, da könnt ihr immer stöbern, wie viel die Produkte kosten. Aber ja, deshalb werde ich das jetzt auf jeden Fall, also nicht beide werde ich nicht auf einmal benutzen, aber eins werde ich auf jeden Fall, habe ich auch schon in meinem Aufgebraucht erwähnt, finde die ganz, ganz, ganz praktisch. Ein bisschen widerlich ist es natürlich, dass einfach alles abpeelt. Die Socken schauen immer danach sehr fresh aus, aber... Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und, oder nicht gespannt bin ich nicht, aber ich bin froh, dass ich die gekauft habe. So kann man selbst seine Pediküre machen. Also ich lackiere mir normalerweise nur die Nägel und halt Feilen und sowas. Aber damit muss ich nicht, ich hasse dieses Abschälen. Oder dieses, ihr wisst das, dieses, nein, das mache ich nicht. Deshalb finde ich das sehr praktisch, ja. So, dann kommen wir jetzt zu Weihnachtssets. Yay! Beziehungsweise sie sind ja nicht so winterlich. Das eine ist winterlich, das andere ist nicht so winterlich. Aber es sind auf jeden Fall Geschenksets. So, und zwar habe ich einmal das Dresdner Essenz Wellnesswelten und zwar verwöhnender Badehonig mysterischer Zauber. Das klingt doch sehr, sehr spannend. Da ist anscheinend sogar so ein Honig-Ding dabei. Das hat mich natürlich sehr angesprochen. Ja. Ich finde, das klingt extremst spannend. Das werde ich euch auf jeden Fall updaten, auch wenn es vermutlich nicht mehr erhältbar. Also vermutlich könnt ihr es dann nicht mehr kaufen, wenn ich es aufgebraucht habe. Aber mich interessiert das einfach extremst. Ist das nicht spannend? Sehr, sehr spannend. Ich fand das super spannend. Und weil wir gerade bei Honig sind. Das war urteuer.
Also für, ich glaube, es hat 7 oder sowas Euro gekostet. Aber it's Winnie Pooh. So cute. Ich habe als Kind Winnie Pooh geschaut. Also ich war, Winnie Pooh war, ist meine Kindheit und isn't he cute? Ich habe keine Ahnung, was ist das jetzt eigentlich? Soap Infused Body Sponge. Ja, okay, sehr spannend. Na, hoffentlich riecht er nach Honig. Der müsste ja fast nach Honig riechen. Also Wildflower Fragrance. Ja, da steht dann wahrscheinlich nirgendwo mehr Winnie Pooh, aber ist das so? Vielleicht stelle ich das auch einfach nur irgendwo hin als Deko. Der ist so süß. Oh, isn't he cute? Der erinnert mich so ein bisschen an meine Katze. Meine Katze ist ein bisschen Winnie Pooh. Ja. Ja, das finde ich, ist er. Ja. Dann habe ich und zwar das Pflegeset von Balea und zwar mit drei festen Produkten. Und zwar Shampoo, Duschseife, Body Butter. Duschseife, Body Butter finde ich interessant. Shampoo, weiß ich jetzt nicht, ob ich da so ein Riesenfan davon bin. Weiß ich nicht. Ich werde es auf jeden Fall probieren, weil es war ein Dreier-Set. Und ich bin gespannt. Da ist jetzt auch gleich was runtergeflutscht. Aber we shall see. Ich bin gespannt. Ich habe es auf jeden Fall mal besorgt und spannend. Dann habe ich auch. Ich gönne mir sehr viel hier. Ja, das tue ich. Und zwar Sea Minerals. Irgend so ein Set. Und zwar haben wir eine Bodylotion, ein Salzölpeeling und einen Duschschaum. Sehr, sehr spannend, oder? Ich meine, ich weiß nicht, ob es jetzt unbedingt in den November reinpasst. Aber, so wie mein Hintergrund, wir haben Sommer, Winter, Herbst. Es fehlt nur der Frühling. Winnie Pooh ist der Frühling. Oh Gott, I'm crazy today. Aber ich fand das trotzdem sehr, sehr, sehr spannend und werde euch da auf jeden Fall auch vielleicht ein Feedback abgeben. Kommt drauf an, wie ich mit meinen aufgebraucht so vorankomme. Aber sehr, sehr, sehr cute und ja, hat mich einfach sehr angesprochen. Ich bin halt doch ein kleines, süßes Wesen, das auf solche Sachen sehr, sehr anspringt. Ja. So, jetzt kommen wir zu der Kategorie Make-up. Und wir starten mit einem Produkt, das kein Make-up-Produkt ist, aber von einer Make-up-Marke ist. Und zwar von Essence die Hydrogel Eye Patches. Wusste ich gar nicht, dass sie die haben. Fand ich irgendwie spannend. So sehen die übrigens aus. Und ich habe mir gedacht, why not? Essence Eye Patches. Weiß ich nicht, ob ich es super toll finde. Ich finde es ein bisschen blöd, dass da natürlich nur ein paar ist, weil ich da eher versuche, davon abzusteigen, weil von Make-up Revolution gibt es, also dann Skincare Revolution, gibt es ja diese Patches, wo glaube ich 50 Stück drinnen sind. Das finde ich persönlich praktischer, weil es ist natürlich nicht so toll für die Umwelt. Deshalb finde ich die mit 50 Stück gleich sehr, sehr praktisch. Aber da machen wir jetzt weiter mit dem wirklichen Make-up. Und zwar einmal, wie sollte es anders sein? Also Make-up-technisch, mit was beginnen wir immer? Einmal mein Puder, mein Essence All About Matte Puder. Ich kann es euch natürlich auch von Nein zeigen. Es ist ein Puder, das glaube ich, Essence sein Sortiment die nächsten 10 Jahre nicht verlassen wird. Außer unsere Welt geht unter oder irgendwas Dramatisches passiert, aber sonst sage ich, das bleibt die nächsten 10 Jahre auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, ein Riesenseller von Essence und zu gutem Grunde tolles Puder. Ich liebe es und genauso sehr. Beziehungsweise, ich bin noch in der Testung, weil die Fresh Fit Awake Make-up Foundation, sie heißt gar nicht mehr so, sie ist Fresh and Fit Foundation. Früher hat sie Fresh Fit Awake Make-up geheißen. Das dem ist jetzt nicht mehr so. Aber ich muss dazu sagen, ich bin gerade im Austesten. Es ist eine neue Formulierung. Es gibt mehr Farben. Es ist ein besserer Shade Match auch, die neue. Ich habe sie zufälligerweise auch heute oben. Aber ich werde sie mal im Aufgebraucht erwähnen. Also das wird vermutlich im Dezember sein. Da werde ich sie dann fertig aufgebraucht haben. Das heißt im Dezember. Da kommen ein paar Foundations, die ich aufgebraucht habe. Das heißt, stay tuned. Aber ich bin noch im Austesten und werde euch da auf jeden Fall noch ein Feedback abgeben. Aber ja, wie ihr sehen könnt, so schlecht kann sie nicht sein, weil es sind 4 davon mitgekommen. Ja. So, jetzt kommen wir zu ein paar spannenden Make-up-Produkten. Und zwar haben wir mal, ich glaube, es ist die. Und zwar eine Schulkollegin von mir hat
eine Catrice Mascara. Und ich glaube, es ist die. Die Glam & Doll False Lash Mascara. Und sie hat gesagt, sie liebt die. Sie benutzt die schon seit Jahren. Die ist super, super toll. Und da habe ich mir gedacht, okay, die muss ich ausprobieren. Weil sie meint, sie ist so toll. Natürlich ist jeder sehr individuell. Aber ich gebe der a chance. Und schau mal, wir haben ja schon zwei Glam & Doll Mascaren auf meinem Kanal getestet und ich bin gespannt, weiter aus dieser Reihe welche zu testen. Dann haben wir auch von Catrice und das fand ich ein bisschen spannend. Und zwar, meine Mascara, die ich ja immer benutze, ist die Essence, ich habe sie hier, die Essence Bye Bye Panda Eyes, so sieht die aus. Und dann kam Catrice und kommt mit No Panda Eyes. Und da habe ich mir gedacht, das muss ich testen. Das klingt spannend. Ist die, das heißt, sie sollte auf keinen Fall halt schmieren. Und ich habe mir gedacht, ja, ich bin mal echt gespannt, wie die performt im Vergleich zu meiner Essence Mascara. Das heißt, we shall see. Und sie hat einen kleinen Panda drauf. Das finde ich ein bisschen süß. Also ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Dann habe ich einen Bronzer. Und zwar, ich muss dazu sagen, also in letzter Zeit teste ich sehr, sehr viele Highlighter aus. Ich habe extremst viele Highlighter in meiner Collection, auch Blushes. Bronzer gehen ein bisschen verloren. Und ich würde sagen, eigentlich kann ich ihn euch auch geschlossen zeigen. So, obwohl das spiegelt schon sehr, das seht ihr gar nicht, wie er aussieht. So sieht er eben von innen aus. Könnte sein, dass er ein bisschen dunkel ist, aber ich glaube, es wird gehen. Aber ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich habe den noch nie getestet. Ich habe ja den Highlighter in dieser Baked-Formulierung und auch einen Blush, den ich sehr, sehr schön finde. Aber den Bronzer habe ich noch nicht getestet. Das heißt, freue mich den Bronzer. Den werde ich nicht im November mehr testen. Das geht sich nicht mehr aus. Aber auf jeden Fall im Dezember. Stay tuned. Den werde ich dann testen. So, jetzt kommen wir to the final category. Und das ist Essen. Wir haben jetzt einen kleinen Music-Ding bekommen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und zwar das Erste, was kein Essen ist. Ich weiß nicht, heute starte ich anscheinend so. Mit dem Make-up dasselbe. Jetzt sagen wir auch beim Essen. Wir beginnen mit Essen, aber auch nicht. Und zwar, ich fand das irgendwie einfach süß. Ich weiß nicht, ich fand das irgendwie süß. Vielleicht verschenke ich das. Ich habe noch keine Ahnung. Und zwar 24 Stück Weihnachtsduft für die ganze Familie, Räucherkerzen, so. Und ich glaube, das sind so diese Rauch... Ich weiß nicht, vielleicht sind die urschlecht und ihr sagt, Linnea, what are you doing? Aber ich habe die... das schau, ein Familienunternehmen mit über 150 Jahren Tradition. Sowas finde ich aber auch immer süß, muss ich dazu sagen. Oder? Von wo? Die sind aus Deutschland. Ja, ist das nicht lieb? Aber also wenn man so lange so einen Betrieb hat und dann geht das... Ich finde das hier irgendwie sehr süß. Natürlich soll jeder seinen Traum erfüllen, aber ich finde das irgendwie sehr herzlich. Sieht sehr... Ja, ich finde das sehr süß. Ich werde hier emotional wegen solchen Raucherkerzen. Welcome to my channel. Aber ich muss dazu sagen, vielleicht verschenke ich sie, ich weiß nicht. Aber ich fand die sehr cute, deshalb sind die mitgekommen, ja. Da hat mich eigentlich das Packaging und ich weiß nicht, irgendwas hat mich da sehr angezogen und deshalb sind sie mitgekommen. Obwohl ich noch nie ich selbst Raucherkerzen benutzt habe. Also ich weiß aber auch nicht, was Raucherkerzen sind. Warte, wir machen das jetzt mal kurz auf. Wir müssen nur mal kurz stöbern, was das ist. Ah ja, das sind, ja genau, das sind solche, ich weiß schon, was das sind. Das sind ja solche, in Österreich glaube ich, sagt man mehr Räucherstäbchen dazu. Obwohl das sind keine Stäbchen, deshalb heißen sie wahrscheinlich Kerzen. Aber sehr, sehr cute. Ja, das kenne ich mir auf jeden Fall aus. So, dann machen wir weiter. Und zwar Essensprodukte, die ich nicht essen werde jetzt. Und zwar haben wir einmal die Winternudeln. Very, very cute. Ich werde die aber jetzt, ich weiß noch nicht, vielleicht werde ich die auch verschenken. Oder, ja, auf jeden Fall werde ich die jetzt nicht kochen, aber sie sind sehr, sehr, sehr süß. Ich habe ja auch schon Nudeln vom DM gehabt und war sehr, sehr positiv. Und ja, die schauen auch sehr, sehr, sehr süß aus. Und ja, vielleicht werde ich sie verschenken, ich weiß es noch nicht. Etwas, was ich auf jeden Fall verschenken werde, und zwar ist es der DM Bio-Schoko-Weihnachtsmann in Vollmilch. So sieht der aus. Finde ich sehr, sehr, sehr süß. Und zwar dieser süße Weihnachtsmann bekommt mein Bruder. Mein Bruderherz kommt eben
nach Österreich. Ich fliege zwar nach Schweden zu wirklich Weihnachten und wir feiern Weihnachten getrennt. Das ist jetzt schon länger her, dass wir Weihnachten wirklich gemeinsam gefeiert haben. Aber das ist halt so. Vielleicht, wenn wir dann unsere eigenen Familien haben, schauen wir mal, schauen wir, was die Zukunft halt bringt. Aber er bekommt auf jeden Fall ein Weihnachtsgeschenk und das wird auf jeden Fall da reingepackt. Und ich hoffe, er wertschätzt diesen tollen Weihnachtsmann. Ich habe einfach an ihn denken müssen, wie ich den gesehen habe. Und das finde ich sind die tollsten Geschenke. Wenn man einfach etwas sieht und dann muss man an die Person denken. Das sind, finde ich, sehr, sehr schöne Geschenke. Heißt nicht, dass die Person sich immer darüber freut, aber die kommen auf jeden Fall vom Herzen. Und das ist, denke ich, eigentlich das Wichtigste. So, bevor ich hier noch weiter quatsche, kommt dann auch noch mein Schokomüsli, ist immer dabei. I love it. Es ist zusammengequetscht. Das war ganz unten im Sackerl, deshalb sieht es gerade aus wie eine platte Pizza. Aber es ist auf jeden Fall super, super gut. Mein Lieblingsmüsli, ihr wisst es. Es haben auch schon von euch ein paar ausprobiert und sind dem Fluch des Schokomüslis gefolgt. Und zusammen werden wir stärker und wir bekämpfen den Fluch nicht, sondern wir gehen Richtung Fluch und ich bin ein sehr großer Teil davon, ja. Das heißt, übersetzt für die, die es nicht verstanden haben, super, super Müsli kann ich nur empfehlen. So, jetzt kommen wir zu einem tollen, tollen Teil von dem DM-Haul und zwar zum Essen, das ich auch wirklich essen werde. Und zwar starten wir, es ist süß, es ist sehr süß, es ist nur süß. Und ich würde sagen, beginnen wir. Jetzt hatte ich sie gleich in der Hand. Das ist ein Zeichen. Und zwar von Hammermühle die Orangensterne in Vollmilchschokolade. Habe ich noch nie in meinem Leben gegessen, zumindest nicht wissentlich. Und ich würde sagen, wir kosten die jetzt. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Es ist natürlich jetzt die Weihnachtszeit und da ist halt sehr viel Weihnachtliches. Ich finde es toll. Ich liebe diese Weihnachtsessenssachen. Ich finde die auch immer sehr, sehr gut. Habe ich schon was zu spät gesagt, aber gucken wir mal. Und ich würde sagen, wir probieren den jetzt mal. Wir starten positiv. Das finde ich gut. Und zwar, die schmecken. Ich kriege einen Daumen hoch. Finde ich gut. Schmeckt orangig. Ist ein wirklicher Keks. Jetzt verschlucke ich mich hier. Also Keks dazwischen. Und sehr, sehr orangig, schokoladig. Schokolade aber gut. Orangen, es war nicht zu stark orangig. Die waren gut. Yes! Sehr, sehr gut. Ich will sie nur nicht zu lang in der Hand halten, weil ich habe das Gefühl, sie schmilzen. Deshalb, oder schmelzen. Und deshalb will ich sie nicht zu viel angrapschen. Und deshalb, die sind super. Die sind ganz, ganz. Und ich habe gehofft, Chef, es wäre Marzipan drin gewesen. Dann wären sie schon ein Flop gewesen. Aber so. Gut, und auch weil es ist glutenfrei, also ohne Zusatz von Weizen, fand ich es trotzdem gut. Yes. Sehr, sehr gut. Das ist toll, wenn es so losgeht. Dann machen wir ein bisschen Schokolade, warum nicht? Und zwar von DM Bio die Winterschokolade mit Mandelzauber. Ich glaube, die hatten wir noch nie. Ich glaube, ich hatte letztes Jahr, habe ich zwar auch eine probiert, aber ich glaube nicht, dass das die war. Auch hier, ihr wisst, ich hasse, dass das hier im Plastik zusätzlich verpackt kommt. Aber es hat noch niemand auf mich gehört. Ich verstehe nicht, warum. Ich bin so wichtig. Aber ich würde sagen, ich quatsche gar nicht so viel Blödsinn und iss mal. Zur Schokolade. Echt, echt schwierig. Einfach aus dem Grund. Ich fand sie nicht so schlecht, aber das sind, also sie sind Mandelstücke drinnen und es sind Gewürze, also Weihnachtsgewürze drin. Und ich muss dazu sagen, ich fand es nicht schlecht, aber sehr deftig. Also, wenn man manchmal sagt, so, oh, ich habe oft schon gesagt, so, ich schmecke nichts. Also hier habe ich es geschmeckt. Also hier war Wumms dahinter. Also ich fand es nicht schlecht. Ich fand es wirklich nicht schlecht. Ich fand es vielleicht ein bisschen sehr intensiv. Deshalb könnte ich jetzt nie die ganze Schokolade alleine aufessen. Also auf einmal, dann würde ich, glaube ich, mich übergeben, weil es sehr, 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 sehr deftig war. Also nach 2 Stück ist man schon ziemlich so, okay, passt, danke. Aber ich fand es nicht schlecht. Die Weihnachtsgewürze, es hat sehr weihnachtlich geschmeckt, was eigentlich sehr, sehr, sehr schön ist. Nur sie waren ein bisschen intens. Die Schokolade an sich fand ich nicht schlecht. Hat es mich jetzt vom Hocker gerissen? Nein, aber würde ich es nachkaufen?
Übrigens, die Kekse, ja, die würde ich nachkaufen. Man muss natürlich übrigens bei den Keksen Orange mögen. Aber die würde ich auf jeden Fall nachkaufen. Die fand ich echt super. It's a pass. Dann nehme ich lieber einen Weihnachtstee, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, da bin ich eher Team Weihnachtstee als Team Weihnachtsschokolade. Ja, das ist leider so. Dann habe ich auch von DM Bio und zwar die Mini Elisen. Das habe ich nie verstanden. Also das verstehe ich nicht. Elisen. Die Elisen Lebkuchen. Elisen. Wie ich das Thema sage, wird es auch nicht irgendwie klarer, aber so sehen auf jeden Fall. Da, ihr seht ja, Elisen, ich verstehe es nicht. Aber vielleicht kann mich da von euch wer klüger machen. Aber sie sind sehr, sehr, sehr cute. Sehr, sehr süß und das kosten wir jetzt. Dann haben wir und zwar von Shea, und zwar sind die auch glutenfrei, und zwar Spekulatus. Und ich muss dazu sagen, ich liebe Spekulatus seit letztem Jahr, seitdem ich weiß, dass das übrigens Spekulatus heißt. Ich dachte immer, es war harter Lebkuchen. Und so ist es in Schweden. In Schweden sagt man dazu Pepperkakor, ja. Aber Spekulatus finde ich auch recht sympathisch. Und deshalb kommt übrigens so kommt das verpackt. Oh, jetzt bin ich im Weihnachtsstimmung. Oh Gott. Okay. Ja, das ist für mich Schweden, Leute. Also für euch ist das vielleicht, versteht ihr es gar nicht, aber bei uns gibt es gar keinen sozusagen weichen Lebkuchen. Deshalb ist für mich der weiche Lebkuchen Österreich. Und der Spekulatus in dem Sinn, also Pepperkakor, ja, ist für mich Schweden. Also man kann eben so Teig und es gibt keine weichen. Also es gibt keine Lebkuchen in dem Sinne in Schweden. Da gibt es Pepperkakor, und dann gibt's, oh mein Gott, jetzt habe ich gerade Brain Freeze. Nicht Brain Freeze, aber Brain Fuck oder Brain Lost. Ich bin lost. Aber warte, wir haben Pepperkakor, wir haben, ja, aber das haben wir immer, Kanelbullar, aber wir machen das trotzdem oft zur Weihnachtszeit, Kanelbullar. Dann haben wir auf jeden Fall Skumtomtar, das ist zwar Süßigkeit, aber es gibt viele Süßigkeiten, also Skumtomtar ist auch sehr weihnachtlich. Und dann haben wir, oh mein Gott, Lussekatter. Und gibt's noch was? Ja, also die klassischen Sachen, aber ja, das ist so, das sind so Sachen, die es halt gibt. Und Pepperkakor, deshalb, lange Story, kurzer Sinn, ich esse das jetzt und genieße es in vollen Zügen. Spekulatus, yes, I love it. Vielleicht merkt man ein bisschen, dass es wheat-free oder laktose-free, ist es free? Also ich merke das so vielleicht ein bisschen, weil es halt, es wird ein bisschen rauer. Also ich weiß nicht, wenn ihr mir wisst, was ich meine, aber ein bisschen, es wird nicht so weich. Also es wird ein bisschen rauer, aber vom Geschmack her top. Werde ich auf jeden Fall essen. Vielleicht werde ich noch welche testen, die nicht glutenfrei und laktosefrei sind. Vielleicht macht das einen Unterschied oder ist es eine Einbildung? Ich weiß es nicht. Liebe Leute, aber jetzt kommen wir zu last but definitely not least. Nicht, dass ich es so toll finde, aber das sage ich eigentlich fast immer in meinen Videos. Und zwar haben wir den Waldfruchttee. Und zwar schwarze Johannisbeere und Heidelbeere DM Bio. So sieht der aus. Sieht doch toll aus, sieht fruchtig aus. Ja, also was sollen wir zu dem Tee sagen? Nicht mein Favorit. Es schmeckt halt sehr teemäßig. Wenn ihr wisst, was ich meine. Wie so grüner Tee halt schmeckt. Nur habe ich halt hier erwartet, dass es halt fruchtig schmeckt. Tut's aber nicht. Ich würde nie wissen, dass da Früchte drin sind. Ich hätte gesagt, es ist ein Schwarztee oder ein grüner Tee, wenn mich jetzt wer mit verbundenen Augen gefragt hätte. Total, honestly. Also ich hätte das einfach gesagt, weil ich das geglaubt hätte. Also ich hätte nie gesagt Früchtetee und er ist nicht schlecht, er schmeckt halt wie ein Tee. Aber er schmeckt halt nicht wie ein schwarze Johannisbeere und Heidelbeere Tee. Ich bin disappointed. Vor allem,
nach dem wundervollen, ich habe den ja schon auch so oft getrunken, und zwar den wundervollen Weihnachtstee von DM Bio. Leider habe ich den nicht gesehen, vielleicht auch übersehen, aber der ist toll, Leute. Wenn ihr den sehen könnt, den hatte ich im letzten DM-Haul, kann ich euch gerne auch den DM-Haul verlinken. Aber der war toll, 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 toll. Kann ich euch nur empfehlen. Aber der, I was a little bit disappointed. Yes, I was. Das heißt, der ist pass. So, meine Lieben, jetzt komme ich hier zwischendurch. Ich verstehe gerade nicht, warum das unscharf ist. So, jetzt ist es scharf. Und zwar, ich habe vergessen, diesen wundervollen, das Lebkuchenhaus zu erwähnen. Das habe ich auch geshoppt. Ich meine, ich hätte es sowieso nicht gekostet. Und zwar werde ich das machen, wenn mein Bruder kommt. Da habe ich mir gedacht, da haben wir eine süße Idee, die wir gemeinsam machen können. Und ich fand das sehr, sehr, sehr süß. Und ja. Ich weiß nicht, ob wir es mit denen. Ich habe nämlich jetzt schon reingeguckt, weil ich dachte am Anfang, es war kaputt, weil es klang so. Aber es ist nicht kaputt, also alles gut. Aber so. So sieht das innen drin aus. Das heißt, das sind schon Süßigkeiten und Smarties und der Lebkuchen drinnen. Vielleicht dekorieren wir es aber anders. Ich werde es sehen. Auf jeden Fall. Ist das auch mitgekommen? Das wollte ich euch natürlich noch zeigen. Leider habe ich das stehen lassen. Aber sehr, sehr süß und ich freue mich. Und wenn euch interessiert, wie das Lebkuchenhaus am Ende aussieht, dann könnt ihr mir gerne auf Instagram DMen. Da werde ich das sicher in meiner Story posten. Also sehr, 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 sehr cute. Und das ist auf jeden Fall auch mitgekommen. Das waren jetzt alle Produkte, die ich getestet habe. Das heißt übrigens, das ist pass. Das heißt, ich kaufe es nicht mehr nach. So ein kurzes so Ding. Und ich würde sagen, erstens, das Essen war ein, finde ich, im Großen und Ganzen ein richtiger Erfolg. Sehr schön, wenn das passiert. Und ja, ich hoffe, euch hat der DM-Haul gefallen. Ich liebe meine DM-Hauls und ich weiß, ihr liebt sie auch, weil die sind sehr beliebt auf meinem Kanal. Und ich hoffe, ein paar neue von euch kann ich begeistern, dass ihr hier bleibt. States, ich habe, yeah, I want to have you. Wenn nicht, ist auch okay, aber ich hätte mich halt sehr gefreut. Please, please. Okay, jetzt höre ich auf zu blödeln. Aber ich würde sagen, ich danke euch auf jeden Fall fürs Reinschalten und sage noch einmal vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Irgendwo ihr habt ihr ein weiteres Video von mir und könnt meinen Kanal abonnieren. Da würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Da würde ich mich auch freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch oder einen Daumen runter gebt. Das sagt mir natürlich, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Und dann würde ich mich super freuen, wenn ihr kommentiert wollt. Schreibt es mir alles in die Kommentare. Ich liebe es wirklich, von euch zu hören. Und dann könnt ihr mir super gerne auf Instagram nehmen. Da bin ich natürlich auch für euch da. Und dann würde ich sagen, ich sehe euch beim nächsten Video. Tschüss!